Schärding und du, hier lässt es sich leben. Das besagt nicht nur ein Werbeslogan. Die Barockstadt zeigt gerne, was sie zu bieten hat. Radfahrer, Wanderer, Kunst- und Kulturliebhaber. Sie alle kommen hier auf ihre Rechnung. Entdecken Sie beim Flanieren die spätmittelalterlichen Zunftfarben der Häuser, den Zauber der alten Tore und das unvergleichliche Häuserensemble der barocken Silberzeile. Entspannung pur bietet der historische Schlosspark, der eine reiche Geschichte zu erzählen hat und ahnen lässt, wie beeindruckend die Burganlage einst gewesen ist. Historisch ist das Wassertor mit seinen Hochwassermarken, lässt sich hier doch das ganze Ausmaß bei Überschwemmungen erahnen. Ein Tipp ist der Themenweg Via Skardinger, ein Rundweg mit 17 Stationen, der den Besuchern die mittelalterliche Wehrstadt näher bringt. Bei einem Spaziergang an der malerischen Innpromenade das wildromantische untere Inntal genießen. Auf dem Weg bietet sich ein Besuch in der Orangerie, einem Restaurant mit wunderbarer Terrasse und Blick in den Park an. Zurück im Stadtkern spürt man wieder das Leben und die Gastlichkeit. Abhilfe, wenn der Magen knurrt, schaffen die zahlreichen Gastronomiebetriebe in der gesamten Stadt. Das Tourismusbüro, direkt an der alten Innbrücke gelegen, steht den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Ob sie nun mit dem Auto oder über dem Radweg nach Schärding kommen, ist egal. Wichtig ist nur, dass sie sich die Schönheit und die Gemütlichkeit der Stadt nicht entgehen lassen.